Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program. So, wir sind im letzten Part nach Mundus aufgebrochen. Wir sind auch angekommen. Wir sind gerade im Orbit. Jetzt wollen wir natürlich nur landen. Jetzt müssen wir natürlich ein paar Kleinigkeiten machen und gucken, ob wir hier auch tatsächlich überleben und diese ganze Aktion durchstehen. Das heißt also, ich mache jetzt erstmal meinen Orbit klein. Ich habe mehr als genug Delta-W beieinander. Ich könnte eigentlich auch mit der Stage noch landen, glaube ich. Also, das sollte reichen. Dann gucken wir das Ganze mal. Wir verlangsamen unseren Orbit jetzt auf jeden Fall schon mal ganz drastisch. So. Oh, sehr schön. Und jetzt bremsen wir nochmal ganz kräftig wieder. Oder etwas eher sanfter kräftig. So. Und flupp. Sieht schon mal ganz gut aus. 10.000 Meter die Höhe ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, ich will auf der Sonnenseite landen, weil nun ja, die Sonnenseite ist nun mal schön. Das heißt, wir begeben uns mal in Position und geben auch schon mal unsere erste Forschungen ab, weil das könnten wir ja tun. Lock Pressure, so ein Lock Temperature. Hier. Und das Observery Goo, das Mystery Goo, das observen wir mal. Mhm. Transmitten tun das wir aber nicht. Das sollen nur die Drücke und die Temperaturen. So, Lock Pressure Data. So. Das ist zu Hause gelandet. Wir haben kaum noch Electric Charge. Sollte aber in Ordnung sein, denn wir sind bald wieder in der Sonne. So. Mhm. Oder was, dann mache ich mal ein Auto. Warp. Warp, warp, warp. Mhm. Wir sind jetzt gerade im Dunkeln, das heißt also, wir sehen auch jetzt gerade nicht besonders viel von der Sonne. Das sollte sich aber ab hier ungefähr ändern. Genau. Bam. Und da sind die Akkus wieder voll frisch. So, hier ungefähr habe ich vor zu landen. Es ist auch von dem, wie wir jetzt gerade in Bezug auf Kommunikationslevel stehen, ganz gut. Wir sehen schon den Boden. Das ist bei solch schönen atmosphärenlosen Objekten ganz angenehm. So, Luna wird später noch ein Riesenproblem. So, dann bremsen wir mal kräftig. Sind jetzt mittlerweile in das Sphere of Influence von dem Planeten. Wir sind schon die ganze Zeit in diesen Sphere of Influence, aber wir können jetzt nicht mehr sozusagen an Orbit bringen, weil der Orbit unterhalb der Planetenoberfläche ist. So. So, wir bremsen jetzt gerade mal wieder runter. Wir haben in dieser Stage noch 300 Meter die Sekunde. Sollte hingehen, das kriegen wir hin. Speichere ich aber vorher. Ich habe Angst. So, Lock Pressure Data, das haben wir schon losgeschickt. Das High Over Mundus müssen wir noch gucken. Das haben wir noch nicht. Das können wir beim nächsten Mal abholen. So. Gehen wir wieder etwas runter. Dann bremsen wir mal wieder etwas kräftiger. So 100 Meter die Sekunde ist schon mal nicht langsam. So. So, dann machen wir weiter. Jetzt will er nicht mehr Time Acceleraten. Die feige Sau. So, das Effizienteste wäre natürlich ein Suicide Burn. Für die, die nicht wissen, was ein Suicide Burn ist, es ist, wenn du wartest bis zur letzten Minute, letzten Sekunde mit dem Bremsen und dann aber Volldampf gibst. Ich persönlich bin nicht ganz so erfreut von dieser Methode, vor allem, weil ich sie nicht errechnen kann. Und damit auch nicht weiß, wann ich bremsen muss. Und ich bin jetzt kein Freund von ständigen Load und Reload. Also Save and Reload-Geschichten. Hm. Da müssen wir natürlich gucken, das Ganze hier entsprechend zu bremsen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich muss jetzt auch irgendwie die ganzen Winkel und Vektoren ausgleichen. Moment, jetzt sollte ich ja schon langsam ein bisschen mehr bremsen. So. Man sieht meinen Schatten. Das ist gut. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, da, da. Wir sehen gleich den Boden. Bremsen jetzt mal auf einer angenehmen Geschwindigkeit runter. So. Weiter.
So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Komm schon. Wir landen gleich. Und... Touchdown! Wir sind unten angekommen. Wir haben eine Probe auf Mundus. Sehr schön. Sehr schön. Wieder Science gebracht. Gut. Schicken wir auch gleich los. Da machen wir jetzt nicht gerade viel rum. Und wir brauchen noch einen Mystery Goo. Ich nehme mal stark an, das ist Wasser. Okay. You observed a Mystery Goo. Mhm. Das speichern wir auch gleich. So. Wir nehmen jetzt erst einmal diesen Moment des Triumphes in vollen Zügen wahr. So, sehr schön. Wir haben auch einen Weltrekord hier, einige Weltrekorde zum Beispiel hinbekommen. Wie zum Beispiel, we have the first intended flyby of Mundus. Then we have entered the orbit of Mundus. Hat viel Gage uns gebracht alles. Und auch ein bisschen Forschung. Then we have entered the suborbital space flight above Mundus. We have granted the first scientific data von Mundus. Und we have landed on the surface of Mundus. Das möchte ich aber auch meinen, dass das tatsächlich ein bisschen mehr Geld bringt. Wobei, the first attended flyby und the suborbital flight scheint auch ziemlich viel zu bringen. Gut, wir haben auf jeden Fall Science. Dann würde ich sagen, nehmen wir unsere ganzen Probe-Beine beieinander und fliegen wieder nach Hause. Jetzt muss ich natürlich überlegen, in welche Richtung gehst du jetzt eigentlich am intelligentesten, ne? Welche Richtung gibst denn du eigentlich, wenn ich so rummache? In die... Okay. Süden wäre das jetzt hier. Okay, Moment, lass mich kurz nachdenken. Das hier ist jetzt die Richtung. Mhm. Moment, das muss jetzt im Kontrollen in die Richtung. Okay. Mhm. Das ist so ungefähr. Das heißt, wir müssten theoretisch irgendwie so rumfliegen, damit wir einen halbwegs anständigen geraden Orbit wieder zusammenkriegen. Gut. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Okay, dann würde ich sagen... Los von der Oberfläche. Wir wollen nach Hause. Meine Damen und Herren, es geht heim. So, und wir brauchen uns, da wir keine Atmosphäre haben, uns auch nicht groß um irgendwas groß kümmern. Was jetzt so diese ganzen Altitude-Höhen und so weiter bringt. Okay, ich habe komplett verkackt. Ich habe 90 Grad vertan. Na, eigentlich ein bisschen mehr. Fast um 100 Grad. Verdammt. Aber gut, ist in Ordnung. Geht schon noch. Okay, dann würde ich sagen, muss ich mir hier hin, gell? Ist in Ordnung. Ist schon in Ordnung. So. Passt. Bin zufrieden mit. Wir haben so viel Delta V, das sollte kein Problem sein. So, und wir könnten die restlichen Delta V auch noch. So. Passt. In Flugrichtung. Wo ist es denn? Da ist es. Mhm. Dann schmeißen wir mal die restliche unnötige Hülle weg. Plump, würde ich sagen. So, wir haben jetzt immer noch 1000 Meter Delta V über. Das sollte doch mehr als genug reichen. Wir warpen mal hier hin. Mhm. Machen einen kleinen anständigen Orbit und dann entscheiden wir, was der beste Orbit ist für Re-Entering of Körben. So, und... Flump. So ein kleines Ding macht für so ein kleines Ding hat natürlich auch wieder was. Das ist so ein kleines Düsentriebwerk. Schon ganz gut. Ja. So, so, komm schon. Wir haben wieder einen Orbit beieinander. Sehr schön. Und der Orbit ist auch sicher. It's safe, man. Okay, wir brauchen jetzt wieder auf Norden festlegen, weil ich möchte jetzt nämlich garantiert nicht einen Stromausfall haben. So, jetzt müssen wir überlegen. Mundus fliegt, soweit ich mich entsinne, in diese Richtung. Das heißt also, wir sollten in diese Richtung beschleunigen. Also bremsen. Dann Add Manöver. Jein.
Das war jetzt gerade ein bisschen seltsam. So. Es ist jetzt zwar absolut nicht so effizient, aber wir würden deutlich besser drankommen. Gut, es sind 500 Meter die Sekunde, Hammerdicke. Ich habe so das leise Gefühl, dass ich in die verkehrte Richtung für dieses Manöver geplant habe. Also geflogen bin. Weil dann, wenn wir aber verkehrt rum sind, dann könnte das auch heißen, dass wir so rumfliegen könnten. Ja, okay, ich habe so eine verkehrten Seite gemacht, weil wir verkehrt rumfliegen. Okay, erklärt sich einiges. Da sparen wir schon mal ein paar Meter die Sekunde. Schau dir das mal an. Oh Mann, wir haben deutlich mehr damit gespart, wenn wir so rumfliegen. Ja, okay. Dann warp to the next maneuver. Das ist jetzt auf der dunklen Seite. Ich glaube, ich sollte das SAS ausschalten vorher. So, damit wir Strom sparen. So. Warp to the next maneuver. Wir wollen nach Hause, Jimmy. So. Wir sind gleich da, meine Freunde. Brauchen nicht mehr lang. Okay, wir haben keinen Kontakt mehr, weil der Planet dazwischen liegt. Okay, ist verständlich, bis zum gewissen Grad. Damit hat sich das Ganze schon mal ein bisschen erledigt. Ja, lack of control. Okay. Jetzt müssen wir gucken, wann wir wieder... Wir haben hier halt einfach noch keinen Satelliten, der tatsächlich das Ganze mit dem Communication-Problem löst. So. Irgendwo hier dürften wir jetzt wieder Kontakt kommen, sobald der Planet wieder außer Reichweite, also so den anderen Planeten entdeckt, also nicht mehr aufdeckt. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir an, ob wir Körbel entdecken. Fliegen mit einem Affenzahn dran vorbei. Wir haben null Kontakt, kein gar nichts. Da ist die Sonne. Hier ist Mindus. Und da ist Körben. Das heißt, wir dürften wieder Kontakt haben. Und wir haben wieder Kontakt zur Probe. Gut, dann wird das Ganze nicht ganz so effizient ablaufen. Aber immer noch ablaufen. Okay, wie muss ich fliegen, damit das funktioniert? Ich glaube so, ne? So, ungefähr. Ja, das ist nicht mehr ganz so effizient wie vorher, aber immer noch möglich. Okay, SS. So. Das ist ein 2-Minute-Burn und wir müssen jetzt eigentlich schon das Burnen anfangen. Sonst reicht's nicht mehr, weil unsere Probe halt einfach ein lahmarschiges Teil ist. Gut, dann würde ich sagen... mehr Dampf, ne? Gut. Da sind wir jetzt erstmal eine Zeit lang beschäftigt, mit dem ganzen Zeug zu burnen. Aber wir haben mehr als genug Delta V dafür über. So. Sieht soweit so gut aus. Da formt sich der Orbit. Und er zieht sich immer näher. Ein Flyby mit dem Moon wird unwahrscheinlich sein. So, da könnte man sogar noch näher dran. Noch näher, noch näher. Ja, das wird schon reichen. Gut. Wir sind draußen. Und haben einen relativ guten Plätzchen für unsere liebe Sonde. Aber ich werde nicht straight in die Atmosphäre gehen. Ich will nicht verglühen. Das heißt also, wir müssen hier unten nochmal bremsen. Moment, stopp. Gehen wir wieder normalen Time Warp. So. Halt, stopp. Ihr könnt das noch mal. Ich muss noch kurz kontrollieren wegen Strom. Ich glaube, wenn ich jetzt so bin, ist richtig. Nee, nee, ist nicht. Norden hier wieder. Dieser Norden ist jetzt richtig. So. Verdammt, ich habe das High Over vergessen.
Habe ich hier wenigstens... Nein. Okay, wir haben ein bisschen was an unseren Daten verloren. Oder beziehungsweise nicht eingesammelt. Nicht so geil. Okay. Nehmen wir es mal mit, weil wir es mitgenommen haben. Haben wir hier irgendwie was... Hier ist unser Parachute. Wo ist unsere andere Science-Gedöns? Schickedön. Ne, ist auch nichts mehr Interessantes. Mhm. Okay, da war noch was drin. Okay. Okay, dann das wird er noch behalten. Okay. Wir haben auf jeden Fall einiges an Geld dadurch, ich die ganzen Rekorde eingesammelt. Ist auch schön. Mhm. So, dann bremsen wir jetzt einfach mal kräftig. So. Wir haben so viel Delta wie über, das ist noch ein ganzer Haufen. Der Grund, warum ich jetzt bremse, ist der Tatsache, wir sind jetzt gerade am Periapsis, unserem schnellsten Punkt, und wir waren fast 2000 Meter die Sekunde schnell. Und nur im Orbitenverhältnis. Das heißt also, wenn wir jetzt noch im Verhältnis zur Atmosphäre und den ganzen anderen Gedöns nehmen würden, wir wären sowas von verdampft in der Atmosphäre. So. Das heißt aber auch, dass wir jetzt hier genug haben und ich mir jetzt ein Plätzchen aussuche, wo wir am intelligentesten landen. Ich würde sagen, hier ist ein schöner Platz. Nicht, weil es effizient ist, sondern weil ich gerne in der Sonne lande. So, also im Sonnenbereich. Das kostet mich 400 Meter die Sekunde, dürfte man gerade so noch haben. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt vor, das Ganze minmaxen. So. Das dürfte reichen. Und das haben wir auch genug. Okay, passt. Sehr schön. Wenn wir es haben, warum nicht nutzen, ne? So, dann würde ich sagen, warp to the next Manöver. Strom. Ist noch okay, gut, passt. Dann würde ich sagen, start das Teil. So. Damit verkrüppel ich jetzt zwar gerade ziemlich den Orbit, weil effizient ist das hier, was ich mache, absolut nicht. Hint und vorn nicht. Aber mei. Mhm. We have escaped. Mhm. Es gab jetzt auch wieder ein bisschen Gage. So. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir machen könnten? Nicht wirklich. Naja. Das High Over Mindus könnten wir dann das nächste Mal, wenn wir einen Flight rausmachen, aus unserem System, könnten wir das noch schnell mitkrabbeln. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht das Problem. So. Und wir müssen noch gucken nach der anderen Fliege, die hier drum fliegt. Ob die jetzt mittlerweile wieder Licht hat. So. Das ist schon mal gut. In Ordnung. Wir haben noch 80 Meter die Sekunde. Und unsere Geschwindigkeit ist schon etwas schneller, sage ich jetzt mal. Aber das sollte auch noch gehen. Das heißt, wir richten uns jetzt noch in Flugrichtung aus. Und ich möchte nicht, dass wir in der Atmosphäre verbrennen. Drum quicksave ich das Ganze jetzt mal schnell hier. Und warpe hierher. Mhm. So, wir sind wieder an Körben. So, dann gehen wir auch wieder hier in unsere Position. Und fliegen mal ahead. So, Masseschwerpunkt ist vorne. Ich sollte, glaube ich, langsam die Antenne einpacken. Sonst geht die uns drauf. Wir sind ja nämlich schon mittlerweile in der Retract-Antenne. Wir sind ja mittlerweile schon wieder in der Atmosphäre. Wir bremsen langsam. Ihr seht schon, unsere Apoapsis sinkt. Und sehr schön. Es funktioniert. Das Ding ist stabil. Wir enden hausen. Können wir hier noch ein paar Daten abgrabbeln? What the fuck? Kamera, was machst du da? The Obliterator worked. So weit, so gut.
Temperature, könnten wir hier irgendwas messen? Ne, können wir auch nichts Interessantes. Mhm. Also Apoas, das ist sehr stark gesunken. Der Obliterator, der wird zwar gut abgekratzt, aber er ist noch sicher. Er ist ein bisschen heiß vielleicht. Ungewöhnlich heiß. Aber mal sehen. Mhm. Wir wären sogar auf einer Höhe, wo schon Air-Intake mal wieder was gibt. Wo mancher Air-Intake sogar funktionieren würde. Na, nicht wirklich. Air-Intake-Usage 0%. Unwahrscheinlich. Kommt später. Erkläre ich euch auch später, was das Ganze mit dem Air-Intake so zu tun hat. Und falls jemand in den Kommentaren es besser erklären kann, was ich bis heute verhunackelt habe an Wissenschaft, nur zu. Ich claime nicht, dass ich irgendwas davon wirklich gut weiß. Und jeder, der meine Flüge von vorhin gesehen hat, weiß haargenau, dass ich nicht lüge. Und dass man meinem Wort eher nur mit Vorsicht genießen sollte. Gut, wir haben es auf jeden Fall schon mal aus der gefährlichen Zone raus geschafft. Wir sind schon mittlerweile in einem Bereich drin, wo es sagt, jo, langsam wird's gut. Dann gehen wir mal etwas weiter runter und ich hoffe, dass unsere Fallschirme ausreichend sind für das bisschen Masse, was wir hier haben. So. Dann deploy ich mal die Fallschirme. Und hoffe, dass sie reichen. Ich hoffe es ernsthaft. Die Fallschirme sind gelb, das heißt, denen gefällt in diesen Geschwindigkeit nicht so sehr. Aber ist okay. Sie haben es gehalten. Was macht die Drohne da? Aber wir fallen doch ein bisschen schnell. 17 Meter die Sekunde ist nicht wenig. Hm. Was zur Hölle passiert da? Ich glaube, dass der Massenschwerpunkt über diesen Punkten von den beiden ist. Aha. Ja, wir fallen ziemlich schnell. Weiß nicht so recht. Hm. Wenn wir weiter unten sind, können wir noch ein bisschen nachpushen, aber wir haben halt nicht mehr viel Delta V beieinander. Um solche Scherze zu erlauben. Uns diese Scherze zu erlauben. Es geht ja nur darum, dass wir ein bisschen bremsen. So. Ich würde sagen, die letzten 50 Meter machen wir's. So. Oder jetzt schon. Kreuz. Es kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft? Alles kaputt? Boah, das war antiklimatisch, also... Ah. Okay. Folgendes. Wir reloaden das Ganze. Und wir setzen das Ganze in den Orbit. Mann. Kreiz kurz die Döcken nochmal nach. Das heißt, wir müssen jetzt ein Raumschiff bauen mit einem Kerbel, der dorthin fliegt... Und die Daten von Hand abholt. Herrschaft, Zeit, Männer. Okay, wir müssen beschleunigen. Wir sind nämlich nicht in einem sicheren Orbit. Ich hoffe, wir kommen dann noch mit einem sicheren Orbit. Ja, kommen wir. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Fallschirme ums Arschlecken nicht reichen. Hm. Wenn jemand das gewuscht hätte. Oh Mann. Oh Mann, okay. Wir müssen halt jetzt eine Rettungsmission für Körbeldaten machen. Wir bremsen jetzt noch so weit runter, damit das auch gerade sich einfach wird für den anderen Körbel. Mit unseren letzten paar Meter die Sekunde. Hm. So, mal sehen. Und das war's. Mehr haben wir nicht. So.
So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal das Science Safe geparkt. So, Space Center. Huhu. Wie viel Science haben wir denn eigentlich hier unten angekommen? Wie viel Science ist hier unten eigentlich angekommen? Oh, schon ein bisschen was. Doch, damit kann man was anfangen. So. Gut, wir sehen im nächsten Part, wie wir die Rettungsmission der Daten planen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Fertig Gott.